Ich hätte mir übrigens überlegt, würde es gut aussehen, wenn wir irgendwie um den Raketensilo während des Starts herum im Flammenwerfer irgendwo durch die Gegend schießen. Also so eine Art Fontänen, die sozusagen freudenspritzermäßig. Nein, das machen wir nicht, weil sonst treffen wir das Silo. Also wir können auch Aus dem vom Silo wegziehen. Gunny's Base. Ja, das ist nicht stimmt, warum wir wahrscheinlich Ich hinterher auch wollte gerade nicht sagen, die mehr, Base ist danach egal. ne? Weiß ich nicht. Also mir ist die Gefahr zu groß, dass wir das Silo oder die Rakete oder sonst irgendwas Ich treffen. merke schon, ich merke schon, ich riech schon den Feigling. Du kannst ja, während die Rakete startet, kannst du dich ja vom Zug überfahren lassen. Das wäre auch ein Happening. Hey, ich wollte nur ein bisschen was fürs Auge bieten. Das tust du doch immer. Wollte gerade sagen, wir kleben ja ein Foto von dir rein. Gary macht schon mal vorsichtig das Holz weg, damit da keine Brände noch entstehen. Bei 5000 Gesundheit, ne? Das dauert Okay, willst wahrscheinlich du ein das Ding denn bisschen. starten? Weil du machst ja auch das Video. Drücke ich einfach nur auf Start oder wie? Ja, Auf man muss gar erst keinen den Fall drückst du Satelliten jetzt auf rein. Start. Ich muss vorher diesen, den Satelliten reinpacken, warte. Ich wollte gerade Guck sagen, mal, weil. hier kommt er an und lässt sich erstmal schön von deinen Robotniks die Zahnräder Ja, habt ihr das auch kredenzen. schon gemacht? Ich finde das ziemlich geil, dass man hier eine Logistik für den eigenen Rucksack aufbauen kann. Ja klar, ich sorge immer so dafür, dass ich 50 Flamer-Munition am Aha, Start habe. okay. So, der Satellit ist drin. Du brauchst nur auf Start zu drücken. Mui muss Gut. noch kommen. Ja, Ja, Mui, Mui komm. fehlt noch. Ja, gehen wir los. Oder? Hast du den Satelliten etwa rausgenommen, als er fertig war? Ja, klar. Warum? Nein, den baut man nicht da drin, den Und baut man in der was? Tasche. Und hier, was Den ist baut mit dem. man in der Hosentasche. Und was ist mit dem Fisch? Le beim Der letzten beim Hosentaschensatellit. letzten Video Der habt ihr für gesagt. den. Ja, den Fisch müssen wir eine zweite Rakete verbauen, weil da nur ein Teil Platz ist. Wieso, was haben wir in die erste Rakete reingebaut? In diese Rakete kommt der Satellit, weil wenn die Rakete ohne Satellit hochschicken ist, gilt das Spiel nicht als beendet. Das heißt, Ah. musst dich entscheiden, Satellit oder Fisch. Okay, Deswegen ist es da halt wird auch die Wahl doch ein eng. Achievement, ne? Warte mal, ich muss noch. Da fällt mir doch ein. Ich wollte doch mich nicht Ja, die über. Gleise hier sind übel, Alter. Die sind richtig nah Am am Silo vorbei, Silo. ne? Ja. Ja, der Zug macht keine Gefangenen. Ich glaube, blaue Bullen haben wir erstmal genug, oder? Ja, ein paar. Verbrannte Bäume kannst du nicht weiter verbrennen. Nur ein Versuch. Der visiert den automatisch an. So, einmal kurz still sein. Ich muss hier mal kurz synchronisieren. War so klar. Vielen Dank. Ja, bitteschön. Mehr kann ich wohl nicht von euch erwarten. Das haben wir doch gern gemacht. Ja. Naja, das ist mehr sie drin. Ach so, das heißt, also ich kann auch ich kann mit den Giftkapseln auch keine Gebäude kaputt machen? Das ist eine super Verteidigung dann, oder nicht? Die sind Anders gut, ja. als hier Aber die wirken nicht so Landminen bei den mit einem. Aliens, ne? Nee, bei den. Nee, Geht so. ich benutze sie eigentlich nur für die Würmer, weil Aber die ich sag mal, stationär sind. besser als eine Landmine zwischen die Fließbänder zu stellen, Ja, sowas kommen die eh Das nicht ist dran. eh keine gute Idee, nee. Ja, die habe ich hier, ach, ganz am Anfang des Spiels, da stand hier noch gar nichts, sind gerade neu zu faul, die wieder abzubauen. Ja. Wie ich hier die fetten Erfolge kriege, wo ich das gar nicht spiele. Ja, kannst mal sehen. Du So musst sind ja wir zu dir. auf die Schienen stellen, dann kriegst du auch noch ein paar Erfolge. Ja, wenn du überfahren wirst, aber den hast du doch schon, oder? Da müssen mindestens drei Freunde zugucken. So sieht man gerade, wie dann Mich die hat er noch nicht überfahren. blauen Bullen abgestempelt werden, nachdem der Zug hier an der Bahnstation anhält. Nochmal kurz, bevor das Spiel gleich endet und wir es nie wieder spielen werden, wie es ja bei jedem guten Spiel ist, das man durchgespielt hat. Seht ihr mal, wie hier so eine Factorio-Basis aussehen kann in Form von Günnis Basis. Mein Gott, ihr seht Günnis und nicht meine.
Und aus dem Wärme ist ja meine ist ein bisschen kompakter gebaut als seine, möchte ich mal sagen. Ich würde es auf jeden Fall nochmal spielen, aber ich bin froh, dass wir jetzt mal durchgespielt haben, damit ich auch mal wieder schlafen kann. Hier seht ihr zum Beispiel, ich muss noch drüber nachdenken, ey. Das ist ja ganz furchtbar, ganz grausames Spiel. Hier seht ihr so eine Phalanx von, die von besten Dampfmaschinen. Hierüber sind Heizkessel, die werden dann mit der Kohle befeuert. Also Leute, wenn ihr Kinder habt, lasst ihr das nicht spielen, die vermassen auf jeden Fall die Schule. Mann, gut, ich könnte schnell. Ich will ja einmal kurz eine Erklärung sauber durchkriegen können, Leute. Ja, ist doch egal. Da kommt das Wasser rein. Die hat ja eh keiner zu. Die Kohle wird in die Heizkessel gebracht zusammen mit dem Wasser. Das läuft hier weiter durch. Und kommt dann hier in den Dampfmaschinen zum Dampfen. Wo erklärt er denn? Und wird dann zu Strom, der dann über die. Das wird im nächsten. Wofür braucht man denn das Umspannwerk eigentlich? Weil es wird im nächsten Patch aber wahrscheinlich noch wieder geändert mit dem Wasser und dem. Da wird Wasser nämlich zu Dampf und weniger Wasser. Also da bleibt gewissermaßen noch Wasser übrig. Du kannst den Flammenwerfer-Geschützturm mit Rohöl betreiben. Das finde ich ja auch geil. Mit allen. Aber wenn du es mit Leichtöl betreibst, kriegst du einen Bonus. So. Damage-Bonus. Du brauchst ein Umspannwerk, ist halt nichts anderes als ein Spannungsmast. Nur deckt du die größte Fläche ab und hat eine mittlere Kabellänge. Der große Mast hat die längste Kabellänge, aber den kleinsten Verteilerbereich. Okay, schauen wir kurz. Okay. Umspannwerk? Moment, wo ist denn das Umspannwerk? Bei den Masten. Ja, da. Danke, jetzt weiß ich wieder. Jetzt weiß ich wieder viel mehr als vorher. Gerne. Gut, noch. Also das, was irgendwie wichtig hier fürs Spiel am Ende ist, sind Forschungen. Die werden hier in diesen netten kleinen Halbkugeln mithilfe dieser blauen, roten und grünen Bullen gemacht. Und das hat halt bei Günni stattgefunden, zum Großteil. Ich möchte nicht Garys wichtige Arbeit unterschätzen. Hast du ja gerade getan. Weil bei mir hat es auf jeden Fall nicht stattgefunden. Nee. Ich hab nicht viel stattgefunden. Doch, hatte es. Ah ja, na gut. Da wurde oft und gern gestorben. Ja, bei mir ist schon. Guck mal, bei mir werden schon wieder die Bauroboter hinten in der. In meinem frisch gesäuberten. Eisenbereich kaputt gemacht. Verdammte Axt. Oder so, haben wir den Satelliten eingebaut oder was? Ist drin. Der ist drin. Ja, also das ist der Raketensilo, wie man unschwer erkennen kann an den drei Raketen, die herauskommen. Riesenapparillo. Echt. Erinnere mich an irgendein Eis mit so drei Sahnehäubchen drauf. Okay. Mhm. Ja, okay. Ich wollte genau das gerade sagen, aber da waren sie in Reihe, deswegen habe ich dir gedacht. Ja, ich wollte nur sagen, ich verstehe nicht, was ihr macht. Ich kenne die nur in Reihe, nicht in Bündel. Das macht doch gar keinen Sinn. Echt? Gut, jetzt ist Günni wieder aus dem Bild verschwunden, dann können wir jetzt starten. Ah, Mist, Alter. Ja, also das ist... Komm mal zu dir hin, komm kuscheln. Schieß weg den Gerät, bevor... Habt ihr euch eigentlich ausgesucht, rot zu sein, oder hat mein... Ja, du kannst... Du kannst dir die Konsole öffnen, dann machst du so, dann sagst du hier Color. Color. Dann gibst du ein... Kohle? Wie kannst du die Konsole öffnen? Ich weiß es nicht, wie das... Also wir haben es auf das Graph... Oder ist das in die Achse und Zirkumflex? Keine Ahnung. Neben der 1, das Ding, haben wir das, das gelegt. Ja, habe ich auch, aber nicht gelegt. Aber ich habe es gerade mal testweise genommen, weil es üblicherweise ja da ist, aber macht ja nichts. Im Mathe-Studium und dann kannst du deine Farbe ändern. Im Mathe-Studium wird das Ding übrigens Dach genannt. Da sagt man immer A-Dach. A-Dach. Ja. Gut, wieder was gelernt. Klingt aber nicht besonders Fachmensch. Nein, natürlich nicht. Also zumindest das hier ist der Raketensilo, den man bauen muss. Da baut jetzt man eine Rakete drinne. Und die Rakete wird dann mit einem Laderaum sozusagen geliefert und da ist jetzt der Satellit drin. Ne? Wir haben ja schon im anderen Video gesagt, man hätte auch noch einen Fisch reinlegen können. Dann bekommen wir noch in Anlehnung an Per Anhalt durch die Galaxis ein Erfolg, nämlich And Thanks for the Fish. Den haben wir aber komischerweise nicht. Wir sind schlecht vorbereitet. Wir sagen es andersrum, wir haben halt nur einen Raketensilo gebaut und da ist jetzt halt nur Platz für einen. Kostet auch schon genug Material. Genau, wie ist es denn, Günni? Ich habe das Ding jetzt das erste Mal sozusagen angeklickt. Ich habe mich vorher nicht getraut. Ich habe mich hier nicht herbewegt. Zu Recht. Ich wollte dich nicht enttäuschen.
Ist dann der Startbutton vorher ausgegraut, dass man das nicht starten kann? Ja, da steht immer die Prozentanzahl, wie viel Prozent die Rakete fertig ist. Okay, gut. Ich weiß nicht, ob man sich hier irgendwie in einer gewissen Weise davon wegstellen muss. Ich zumindest habe die Animation vom Raketenstart bis heute noch nicht gesehen. Ich bin gespannt. Puff. Es wird Atem. Ja. Oh. Okay. So dein Feuerwerk gefühlt. Müssen wir da nicht eigentlich mitfliegen? Ja, gibt es überhaupt eine Animation? Ich denke, wir hauen jetzt einen Satelliten. Ach so, stimmt. Wieso hauen wir nicht einen Satelliten in die Luft? Wir wollen doch hier weg. Das macht doch gar keinen Sinn. Oh, natürlich, der Satellit funkt nach außen, dann kommen die ab und uns abholen. Der Satellit funkt nach außen? Das können wir auch von hier aus machen. Nach Hause und. Ja, aber wieso machen wir das nicht selber? Von hier aus können wir auch eine Antenne bauen. Weil wir kein Satellitentelefon haben. Der Satellit muss erstmal in die Umlaufbahn erst angehen. Auch wegen Aliens. Das macht doch gar keinen Sinn. Hier sind schon Leute auf fremden Planeten gestorben, weil sie diskutiert haben. Ne? Ja, möchte noch irgendwer irgendwelche wichtigen Worte an die Zuhörer oder an den Raketensilo wenden? Wir wollen einfach nur sehen, was passiert, wenn die Rakete abgeschossen wird. Gut. Die Animation sieht man übrigens auch schon im Trailer von dem Spiel. Oh! Spoiler! Jetzt sagt er das auch. Wer guckt sich den Trailer an? Wir verlinken ihn in der Infobox. Ja, wenn ihr das in Kürze sehen wollt, dann guckt euch den Trailer an. Genau. Ja, das hier dauert noch eine Viertelstunde. Will jetzt noch irgendwer irgendetwas sagen? Nein, ich will nicht mal. Wieso hast du hier zwischen eigentlich nur so halbschnelle Fließbandgeschichten hingebaut? Das macht doch gar keinen Sinn. Jetzt kommt er wieder. Zieh runter. Ah, scheiße. Und was ist, wenn jetzt der Raketensilo... Ja, nee, jetzt warte ich, ob der Raketensilo noch Feuer fängt. Gibt es da nicht einen gewissen AOE? Alter, wie schnell ist denn der Zug? Ey, es gibt eine AOE. Und das sind geschlossene Ortschaften. Ja gut, also, in diesem Sinne, besten Gruß und hallo. Los geht's. Ich wollte dich treffen, das geht nicht. Der visiert automatisch die Mauer an. Aber Gary ist das da unten, ich bin hier oben. Oh, jetzt triffst du mich doch fast. Gut, komisch. Ich starte. Ups. Ja, dann starte. Ich starte jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist das nicht so? Oh Gott, nein! Du Arschloch! Mit allem, was ich noch hatte! Oh. Günni, so super, ne? Wer hat jetzt die Animation vom Raketenstart nicht gesehen? Die gesamte Kackwelt! Sehr schön. Oh, dafür kann ich jetzt das Spiel beenden und den Server schließen. Also, Wir haben fast 104 Stunden hat das Spiel gespielt. Was mache ich denn mit dem Wiederholungsspeicher? Speichern als. Günni ist doof. Hast du jetzt. Punktestand, Satellit gestartet 1. Okay. Ja, wir haben 11.000 Bäume abgeschossen. Dann kann ich ja jetzt beenden. Oder ist das Spiel dann vorbei? Also, ich weiß nicht, was da passiert. Ist dann auch der Server sozusagen geschlossen? Ja, wird dann wahrscheinlich auch in die Luft explodieren. Man, gut, dass er nur gemietet ist. Und irgendwo was ist denn das alles, was wir zerstört haben? Oder was wir verloren haben? Oder was wir gebaut haben? Abschüsse halt, ne? Stimmt, da Abschüsse. Achso, stimmt, Abschüsse. Kleiner Wurm, 290. Fisch. Wie haben wir denn eine Stahlkiste? Fisch 10. Nicht, wo haben wir denn Fische her? Kann man unterschiedliche Bäume kaputt gemacht? Kann man im flachen Wasser kann man die harvesten. Habt ihr dieselbe Statistik wie ich, wo unter, also bei mir steht mittelgroßer Speier 6333 und dann steht er irgendwo weiter unter noch, dann habe ich kleiner, ich habe das alles doppelt hier stehen. So, wenn ihr Günni jetzt kleiner mal ärgern Beißer, wollt, macht ihr jetzt nämlich seine Fabrikation einfach mal so ein bisschen kaputt, die hier so steht. Und nehmt ihm einfach mal überall so ein Stückchen Fließband raus. Na, einfach mal geradeaus hochgehen. Und gucken, wo hier Fließbänder sind oder Rohre, und dann nimm dir was raus. Ja, mach das doch mal. Ja, lauf mir doch hinterher. Ja, brenn doch bitte nochmal kurz die Schwerölleitung an. Wo stehe ich denn? Ja, oh Gott, brenn dich an, Mann. Oh Gott, ich muss hier durch. Wo bist du denn? Da oben. Haha, versuch mich noch zu kriegen. Oh Gott. Sehr gut geklappt. Alter, fahr mich doch nicht mal einen Haufen, Mann.
Du, warum stehe ich hier die ganze Zeit nach? Man kriegt ja auch nichts kaputt, die Reparierroboter kommen viel zu schnell vorbei. Aber man kriegt ja einiges kaputt. Siehst du? Ah! Wieso bist du denn schneller als ich? Ja, wieso das denn? Weil wir ein Exoskelett hatten, du nicht. Hier, bleib mal stehen. Vergiss es. Du brennst schön deine Base ab, wenn du mich kriegen willst. Das sieht mit Krokodilen. Ich muss nur im Zickzack laufen. Krokodile laufen im Zickzack? Was? Nein, wenn du vor denen wegläufst, musst du im Zickzack laufen. Lass mal stehen, ey. Ja, jahrelange Übung bei League of Legends. Micromanagement is everything. Oh. Genau, brenn mal lieber Gary ab. Ja, ich habe so einen lästigen Parasiten. Kannst du mir mal helfen? Dir ist schon klar, was beim ersten Mal töten alles so abgegangen ist bei mir, ne? So, ich bin raus. Sollen wir mal kurz eine... Nee, brauchen wir nicht. Dann beende ich mal kurz die Aufnahme.